Okay, jetzt machen wir genau umgekehrte. Jetzt bist du Sechser, merkst, okay, du hast den Gegenspieler im Rücken. Jetzt kommst du in den Ball rein. Du stehst also am Hütchen, kommst in den Ball rein. In den Ball kommst du rein. Und dann spielst du mit dem dritten Spieler, spielst ihn an. Du hast einen Kontakt auf mich wieder. Genau, ich drehe wieder auf und hau das Ding nach vorne. Wir machen einmal Zeitlupe vor. Merlin, komm mal in den Ball rein. Zack, Aufdrehaktion, zack. Ein Kontakt, wieder Aufdrehaktion. Nee, nee, du drehst auf nochmal. Genau, und du spielst nochmal. Mach nochmal. Einmal in Zeitlupe. Okay, kommst in den Ball rein, gut gemacht, Aufdrehaktion, tick, tick, Aufdrehaktion, weg. Und dann versuchst du immer mit zwei Kontakten zu arbeiten. Ja? Und wenn du gespielt hast, musst du schon rüberlaufen. Okay, sonst habt ihr 3 gegen 1 und 1 gegen... Okay, tick, 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 jawohl, gut. Ja, dann musst du wieder mitspielen, musst du wieder mitspielen. Tick, 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 tick. Ja, ist gut. Okay. Okay, ja, ich wollte nur sehen, ob du das auch gesehen hast, so wie ich. Weil Selbstkritik bei Spielern ist so eine Sache. Ja, ist gut. Ja, sieht gut aus. Alles klar, danke nochmal, Wechsel. Dass ihr mal wieder einen etwas größeren Laufweg habt und etwas kürzeren. Einer muss rüber, es geht nur auf einer Seite. Ja, okay. Okay, mach mal. Tick, 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 tick. Genau. Kurz in den Ball rein. Gut. Gut, gut. In den Ball. Jawohl. Du musst schon hochlaufen. Okay, danke. Blau wird gelb, gelb wird blau.